Es ist Advent. Gerne würde ich im Advent grüne Zweige in die Stube nehmen, sie dekorieren, zum Beispiel zum Kranz formen. In der kalten Zeit nehmen wir das Grüne eher als Zeichen vom Leben, als Zeichen von der Hoffnung. Wir entbrennen in der Zeit vielleicht mehr was sonst eine Kerze. Wir dekorieren vielleicht mit Sternen, mit allerlei Utensilien. Alles weist uns auf Hoffnung hin, auf Leben. Alles spricht es wie von der Sehnsucht nach Licht. Und wir erwarten im Advent, dass Christus, Sohn Gottes, uns immer neu entgegenkommt und uns erfüllt, ist das ganze Leben mit seinem Licht. Schon bald darf er ja seine Geburt feiern. Ich will dir ein adventliches Bild in die Schuttag trigger. Es ist aus dem Prophet Jesaja, aus dem 64. Kapitel. Da heisst es: Nun aber, Herr, du bist ja unser Vater. Unser Erlöser seit jeher ist dein Name. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir sind das Werk deiner Hände. Ein wunderbares Bild. Es sagt, dass Gott als Töpfer, ähnlich wie ein Künstler, der mit Ton arbeiten tut, an uns schafft, modelliert. Er arbeitet und schafft an uns durch Situationen, in denen wir herausgefordert sind und ich glaube, wo ich gefordert ist. Gott modelliert und schafft an uns durch Menschen, die uns begegnen und denen wir wieder begegnen. Er arbeitet und schafft an uns durch die Stille, die uns im Advent hoffentlich immer wieder gescheicht ist, wo wir können über unser Leben nachdenken, über uns selber. Und Gott schafft an uns durch seinen Sohn, Jesus Christus, durch sein Beispiel, durch seine Worte, durch seine Taten, durch sein ganzes Leben. Gott, wir sind deine Gefäße. Wir sind Menschen, die für deine gute Sache zu gebrauchen sind. Jeden und jede formst du so, dass wir etwas von deiner Güte in uns aufnehmen und an andere weitergeben können. Wir sind zum Empfangen und zum Schenken geschaffen. Wir sind von der Erde genommen, zerbrechlich wie ein Tongefäß. Unsere Zeit ist begrenzt, unsere Welt. Aber wir sind ja das Werk deiner Hände. Und darum glauben wir, dass alles gut wird und dass du selbst die Bruchstücke, das Zerbrechliche unseres Lebens zu einem Ganzen runden und formen wirst. Gott, lehre uns jetzt im Advent neu, dir zu vertrauen, damit wir in deine guten Töpferhände legen unsere Welt, alle Not, alle Unsicherheit, Angst und jede Krankheit. In deine guten Töpferhände legen jede Einsamkeit, jede Sorge, unsere Lieben, uns selbst ganz und gar. Forme uns zu jenem Gefäß, das dir gefällt, das kostbar ist in deinen Augen und das an andere Menschen austeilt. Neuen Mut, Hoffnung, Licht und Frieden. Ich wünsche alle einen besinnlichen Advent.